In welchen Regionen können Anleger in den nächsten Jahren mit Aktien am meisten Geld verdienen und steht das 60-40-Portfolio vor einer Rückkehr? Darüber reden wir heute bei Börse Online. Für das heutige Video haben wir Tilman Galla bei uns zu Gast. Tilman Galla ist der globale Kapitalmarktstratege für die Dachregion und Osteuropa bei JP Morgan Asset Management. Hallo Herr Galla, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schön, dass ich kommen darf. Hallo. Sie haben ja mit Ihrem Haus JP Morgan Asset Management einen langfristigen Kapitalmarktausblick gegeben und kürzlich veröffentlicht. Da waren einige spannende Sachen enthalten. Was mir als allererstes aufgefallen ist, Sie erwarten, dass es mit US-Aktien in den nächsten Jahren gar nicht so viel Rendite geben soll wie mit Aktien aus den Schwellenländern und Europa? Ja, ich denke schon, dass wenn wir mal auf die Aktienmärkte schauen, dass wir jetzt eine sehr, sehr lange Phase auch von der US-Outperformance hatte, gerade auch gegenüber dem Rest der Welt. Also es war schon außergewöhnlich, was passiert ist. Und das hinterlässt natürlich auch die Spuren bei den Bewertungen. Und wenn wir die Bewertungsseite anschauen, kommen langsam die anderen Regionen für uns etwas in den Vordergrund. Das heißt also gerade auch, wenn wir auch in die heimische Region nach Europa schauen oder teilweise auch nach Japan und in die Schwellenländer, sind da zumindest aus längerfristiger Sicht die Ertragsaussichten sogar etwas besser als für die US-Aktien. Aber ich glaube, gerade wenn man den US-Aktienmarkt anschaut, muss man da auch etwas fair und vorsichtiger sein, weil wir erleben ja momentan eine enorme Marktkonzentration. Gerade auch jetzt in diesem Jahr, die Kursbewegungen beim S&P 500 wurden durch sehr wenige Unternehmen verursacht, von den großen, glorreichen Sieben, den Mega-Caps, die nicht nur den Kurs, aber eben auch die Bewertung von US-Aktien nach oben gebracht haben. Aber wenn man mal außerhalb der glorreichen Sieben den US-Markt anschaut, bei den 493 anderen Werten, sind auch aus langfristiger Sicht die Ertragserwartungen gar nicht so schlecht. Das heißt, wenn wir mal ein reines Zahlenwerk nehmen, trauen wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren US-Aktien für Euro-Investoren 5,3% pro Jahr zu. Das ist nicht schlecht. Das ist durchaus ordentlich, mehr als die Inflation. Man kann auch weiterhin realen Kapitalsteigerungen erzielen. Aber kann nicht ganz mithalten mit den europäischen Erwartungen von knapp 8%. Aber man muss eben dann auch vorsichtig sein. Wenn man eben dann, ich sag gesagt, die anderen 493 betrachtet, kann man US-Aktien die Renditen erhöhen, wenn man eben vielleicht mehr auf Dividenden schaut, wenn man etwas mehr auf die Substanzwerte schaut, da kann man noch nach unseren Schätzungen noch mal über 1 bis 1,5% mehr als die 5,3% erwirtschaften. Und der letzte Punkt: Natürlich ist einiges auch getrieben, was die US-Aktien nicht so attraktiv für Euro-Investoren erscheinen lässt, die Währung. Der Dollar ist für uns eine relativ teure Währung und wir erwarten einen fairen Kurs gegenüber dem Euro in 10 bis 15 Jahren von 1,31. Das heißt nichts anderes, als dass wir im Schnitt eine Abwertung von 1,7% pro Jahr erwarten. Und das ist natürlich auch ein gewisser Gegenwind dann auch für die US-Aktien. Verstehe. Auf Lokalwährungsebene sieht es gar nicht so schlecht aus. Und wenn man vielleicht auch währungsgesicherte Strategien nimmt, dann kann man da auch nochmal eine etwas höhere Rendite erzielen. Bedeutet das kurz zusammengefasst, grob gesagt, wenn man diese glorreichen Sieben eher jetzt in den nächsten Jahren etwas untergewichtet und auf den breiten Markt in den USA setzt und als zweiten Punkt eine gehedgte Variante nimmt, also einen gehedgten ETF oder so ein Produkt, dann sind doch ganz gute Renditen am US-Markt zu holen. Absolut, absolut vergleichbar dann auch mit den anderen Regionen, weil dann der Bewertungsnachteil dann auch der US-Aktien verschwindet und gerade auch die Substanzwerte und die Dividendentitel in den USA unserer Ansicht nach durchaus auch attraktiv bewertet sind. Die haben ja auch nicht so viel gemacht in diesem Jahr und das bietet da Potenzial. Auch ein weiterer spannender Aspekt in Ihrem langfristigen Ausblick war, dass Sie sozusagen eine Renaissance des 60-40-Portfolios angekündigt haben. Zumindest sollen die Renditen 2024 beim 60-40-Portfolio bei 5,3% liegen. 2022 lagen sie ja nur bei 2,8%. Da hatten viele schon das 60-40-Portfolio sozusagen abgeschrieben, totgesagt. Ist das jetzt wirklich die Renaissance oder ist das jetzt nur ein Basiseffekt? Nein, also vor 2 Jahren war ja die Lage noch eine ganz andere.
Da waren, haben ja noch teilweise Negativzinsen gehabt an den Rentenmärkten. Und für uns war damals eben auch der Rentenbereich ein Bereich für die Serienverlierer, haben wir das auch genannt. Und das hat sich ja durch den Rentencrash 2022 komplett verändert. Mhm. Und nachdem wir auch noch einen Bärmarkt hatten, 2022 an der Aktienseite, hat es dann auch zu einem erheblichen Anstieg auch der Ertrag, das Ertragspotenzial für das 60-40-Portfolio geführt, also 60 Aktien, 40 Renten. Und jetzt in diesem Jahr, in der neuen Studie, sogar noch mal etwas mehr, aber nicht unbedingt von der Aktienseite, weil die Aktien haben ein relativ gutes Jahr hinter sich gehabt. Da sind die Ertragserwartungen etwas nach unten gegangen im Vergleich zum Vorjahr. Aber die Rentenseite. Die Rentenseite ist noch mal von den Renditen her nach oben marschiert. Das heißt, da sehen wir noch mal zusätzliches Potenzial für die nächsten 10 bis 15 Jahren. Und das macht es für uns momentan auch so spannend. Also wenn man in der strategischen Positionierung sich Gedanken drüber macht, momentan beim Portfolio, haben wir jetzt wieder eine Ausgangslage, wo wir auf das ganze Set und das ganze, den ganzen Werkzeugkasten zugreifen kann. Sowohl Renten sind attraktiv, mit Renten kann man den realen Kapitalwert erhöhen. Die Aktien sind attraktiv, wie wir es vorhin gerade auch behandelt haben. Aber was jetzt auch nochmal dazugekommen ist in diesem Jahr, auch die illiquideren Märkte, auch die alternativen Anlagen haben an Attraktivität gewonnen, weil die eben jetzt in den letzten 12 Monaten nicht so tolle performt haben. Gerade die Immobilienmärkte sind zurückgekommen, auch die Hedgefonds waren jetzt auch nicht so attraktiv, die Makrostrategien. Und das ist eben etwas, wo wir sagen, das bietet Potenzial für die Zukunft. Und diese Chancen sollte man eben auch nutzen, weil sich eben einiges in der Welt beginnt grundlegend zu ändern. Wir kommen jetzt aus einer Welt, wo wir ständig eher zu tiefe Inflation hatten, wo wir immer mit den Deflationsgefahren gekämpft haben. Die Zentralbanken haben ja alles versucht mit Niedrigzins, negativ, quantitativen Maßnahmen, um die Inflation zu heben. Jetzt haben wir plötzlich ein deutlich inflationäres Umfeld. Aber man hat gemerkt, ein traditionelles 60-40-Portfolio alleine schützt nicht vor Inflationsschock. Das hat man 22 gemerkt, da ist beides in den Keller gegangen. Und von der Seite muss man auch schauen, dass man das Portfolio auch strategisch etwas stabiler, gerade auch für Inflationsrisiken aufstellt. Und da helfen dann eben, Immobilien können helfen, Makrostrategien können helfen, Hedgefonds können helfen, um da eine gewisse Stabilität ins Portfolio reinzubringen. Ja, sehr interessant. Auch wieder eine, ja, wie Sie gesagt haben, Anleger können die Palette an Tools, die sie haben für eine gute Anlage, jetzt wieder erweitern oder wieder auf mehr Bereiche zugreifen. Was auch ein spannender Aspekt war, Sie haben ja prognostiziert oder Sie prognostizieren, dass halt in Europa auch die Erträge ganz gut sind oder gut sein werden in der Zukunft bislang. Ja, die europäische Wirtschaft ist ja doch irgendwie immer gefühlt so ein Sorgenkind. Also können wir gleich schauen, ob es wirklich gefühlt ist oder ob es wirklich ein Sorgenkind ist. Sie haben auch in Ihrer Studie verbunden, dass ein gutes, ordentliches Wirtschaftswachstum auch natürlich wichtig ist für die Unternehmensgewinne und für die Börsen. Jetzt sehen wir in Deutschland ja schon das ganze Jahr über, also da stottert es ja mächtig im Getriebe. Und manche Experten waren jetzt sogar schon davor, dass Deutschland sogar Europa insgesamt bremsen könnte. Jetzt auch durch den Notfallhaushalt und was da alles eventuell auch an Investitionen wegfällt. Wie bewerten Sie diese Lage, gerade auch mit Hinblick auf Deutschland und den vielleicht deutschen Aktienmarkt? Und das ist genau das Thema, weshalb wir auch diese Langfriststudien machen. Weil man natürlich sehr oft mit kurzfristigen Themen konfrontiert ist. Und dass ein Fehler in der Kapitalanlage, den man machen kann, ist, dass man kurzfristige Entwicklung extrapoliert auf die Zukunft. Und da hilft es manchmal, sich einfach nochmal zurückzuziehen und sagen, was sind jetzt wirklich die strukturellen Wachstumstreiber einer Wirtschaft? Und das sind für uns die Demografie, der Kapitalstock und die Produktivität. Und da sieht es in Europa gar nicht so schlecht aus. Ja, die Demografie ist relativ schwach, aber das ist bekannt. Deshalb gehen wir von Wachstum etwas nach unten. Aber es gibt eben Entwicklungen, die einem durchaus zuversichtlich stimmen kann, sowohl was den Kapitalstock betrifft, weil wir sehen zurzeit sehr viel Investments in die Infrastruktur, in die Energieinfrastruktur, in die Nachhaltigkeit. Und das ist etwas, wo wir sagen, am Ende des Tages wird das den Kapitalstock und die Kapitalstockveränderung für die europäische Wirtschaft positiv beeinflussen. Und der andere Punkt ist meines Erachtens auch das, was wir mit KI bekommen. KI wird eine Wirtschaftsrevolution sein, die diesmal nicht in der Industrie
hauptsächlich stattfindet, sondern im größten Sektor der Wirtschaft bei den Dienstleistungen. Mhm. Und da haben wir durchaus jetzt auch zum ersten Mal jetzt auch in der diesjährigen Studie das inkorporiert in die Wachstumszahlen. Und wir erwarten, dass gerade auch hinten heraus, in den letzten 7 Jahre der Betrachtungsperiode, tatsächlich dann KI einen positiven Einfluss aufs Wachstum hat. Und wir da nochmal zumindest so 0,1% mehr Wachstum bekommen, als wir das noch im letzten Jahr gedacht haben. Und das ist eben etwas, das hilft. Das hilft auch den Aktienmärkten, weil gerade auch beim Wirtschaftswachstum, das hängt sehr nahe natürlich auch am Umsatzwachstum für die Unternehmen, das hilft den Unternehmen. Und gerade nochmal zu dem Thema Deutschland zurückzugehen, weshalb man trotzdem nicht zu pessimistisch auch für die deutschen Aktien sein sollte, ist, wir haben es immer noch mit sehr auch breit diversifizierten, international diversifizierten Unternehmen zu tun. Das heißt also, das, was wir an Problemen momentan in der heimischen Wirtschaft haben, trifft nicht alle Unternehmen mit voller Wucht, gerade auch die Unternehmen, die breit international diversifiziert sind, können eben dann auch von einem stärkeren Wachstum anderswo profitieren. Ja, verstehe. Bedeutet aber für vielleicht deutsche Small- und Mid-Caps ist es vielleicht ein bisschen was anderes, weil sie mehr auf Deutschland fokussiert sind und weniger global agieren. Ja, die wird es sicherlich etwas mehr treffen momentan, die Schwäche. Aber man sollte die auch wieder nicht extrapolieren. Verstehe. Und in 10 Jahren kann sehr viel passieren. Und für mich ein grandioses Beispiel ist, wenn wir jetzt mal 10 Jahre zurückschauen, schauen Sie sich vor 10 Jahren Griechenland an. Was eine Riesenkrise im Land, die Renditen auch an den Anleihenmärkten im zweistelligen Bereich. Und inzwischen sehen wir ein sehr, sehr gutes Wachstum in Griechenland. Eigentlich ist momentan Griechenland der Musterschüler, was das Wachstum in der Eurozone betrifft. Stabiles Wachstum, schmerzhafte, aber gute Reformen wurden implementiert und es geht aufwärts. Mhm. Und ich glaube, das sind genau die Hausaufgaben, die wir jetzt eben auch in Deutschland haben. Wir sehen irgendwas, wir haben schon lange keine Wirtschaftsreformen mehr gemacht. Wir haben sehr viel reguliert und sehr viel umverteilt, nicht unbedingt wirtschaftsfreundliche Maßnahmen ergriffen. Mhm. Und ich denke, da muss man ansetzen. Wenn man das schafft und wenn man da die richtigen Weichenstellungen macht, kann das auf 10 bis 15 Jahresperspektive durchaus auch wieder sich sehr erfreulich entwickeln. Mhm. Ja, ist ein schönes Beispiel mit Griechenland. Ich weiß noch, also damals hat man sich ja wirklich fast schon lustig auch in Deutschland drüber gemacht, was dort alles passiert, aber die Reformen wurden gegangen und jetzt sind wir in Deutschland bei manchen Themen vielleicht die, wo das Ausland drauf schaut und denkt, okay, was machen die denn da eigentlich? Und jetzt ist Deutschland vielleicht mal dran, da mehr Reformen anzustoßen. Mhm. Und Sie haben gesagt, KI würde dann am Ende dieser Periode, wir reden da von 15 bis 20 Jahren, 10 bis 15 Jahren, 0,1% dann pro Jahr zusätzlich ausmachen. Ja. Also, wenn ich das so höre, würde ich sagen, oh, ich dachte, das macht mehr aus. Ja, das ist natürlich ein guter Punkt und das war auch bei uns intern natürlich heftig diskutiert, aber wir wollen da jetzt erstmal so ein bisschen konservativen Ansatz wählen. Und wir wollen dieses Thema nicht überschätzen. Und es ist momentan auch ganz schwer abschätzbar, wie breit und wie tief und wie umfangreich es tatsächlich eingesetzt werden kann. Und wir haben deshalb etwas konservativ begonnen. Kann aber natürlich sein, dass wir in den kommenden Jahren, wenn wir merken, das Ganze nimmt noch mehr und schneller Fahrt auf, als wir denken, kann sich das nochmal positiv verändern. Mhm, okay. Also wir haben mal vorsichtig geschätzt und sagen so 0,1% mehr in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Wirtschaftswachstum ist schon mal eine erste Duftmarke, aber es kann natürlich mehr werden, sollte dieses KI-Thema doch nochmal sehr viel heftiger und nochmal sehr viel gewichtiger dann auch vom Einfluss werden. Ja, verstehe. Bevor wir jetzt gleich noch zum Thema Zinsen und auch Cash kommen, da haben Sie auch was sehr Interessantes zu geschrieben. Einmal kurz an dich, lieben Zuschauer, gewandt. Wenn dir das Video bis zu dieser Stelle gefällt, gib doch einen Daumen nach oben und abonnier den Kanal. Wir bei Börse Online sind jetzt auch bei YouTube. Du siehst, wir haben sehr viele spannende, interessante Interviewgäste zu Gast. So wird es auch weitergehen. Und wir verlinken auch den Ausblick von JP Morgan Asset Management unten in der Videobeschreibung, um auch viele Details nochmal nachzulesen. Herr Galler, jetzt möchte ich noch einmal auch fragen. Sie haben geschrieben, Cash ist nicht mehr King.
Das ist vielleicht für manche jetzt auch von den Zuschauern befremdlich, weil dieses Jahr hat man sich ja gefreut. Es gibt endlich wieder hohe Zinsen. Ich kann endlich auf dem Tagesgeld wieder anlegen, auf dem Festgeld. Das macht mal wieder Spaß. Und jetzt heißt es, Cash ist für die Zukunft dann doch nicht mehr King? Ja, ich denke, klar, dieses Jahr war Cash wirklich erfreulich. Gerade auch, wenn man es im Vergleich zu dem Rentenmarkt dann auch sieht, der ja unter den steigenden Zinsen auch weiterhin gelitten hat. Aber jetzt muss man dann auch wieder genau das, was ich vorhin gesagt habe, beachten. Man soll nicht den jüngsten Trend, den man hatte, dann auch wieder extrapolieren in die Zukunft. Und da gibt es eben einen ganz wichtigen Aspekt beim Cash-Investment. Ein Cash-Investment ist nur dann wirklich attraktiv, wenn die Zinsen steigen und wenn die Notenbanken auch weiter an der Zinsschraube drehen. Und das ist natürlich in einem Umfeld, wo natürlich die Welt auch ein Inflationsproblem hat. Aber ich glaube, jetzt sieht man langsam, dass die Inflation auch an Schärfe verliert. Und wenn man ein Szenario hat, wie wir auch, wo wir sagen, wir gehen jetzt nicht in die 70er Jahre zurück, wir bekommen jetzt nicht eine Inflation, die uns davonläuft und wir eine Notenbank haben, die jetzt damals wie Paul Volcker den Leitzins bis auf 20% hochnimmt, wenn man so ein Umfeld nicht unbedingt unterstellt und sagt, ja, die Zentralbanken, sie waren spät mit der Reaktion auf das Inflationsproblem. Sie haben es am Anfang unterschätzt, aber sie werden das Problem in den Griff bekommen. Wenn man die Annahme hat und auch jetzt davon ausgeht, dass der Zinszyklus jetzt langsam zu Ende geht, dann sieht Cash nicht mehr so attraktiv aus. Mhm. Optisch ja, wir sind da jetzt bei 4% plus teilweise im Geldmarkt, was man dann bekommen kann. Aber, und das ist dann eben das Aber, in der Vergangenheit war es immer eine erfolgreiche Strategie, wenn die Notenbanken durch waren mit den Zinserhöhungen. Wenn der nächste Zinsschritt dann irgendwann nach unten geht, dann war es schon hilfreich, immer dann auch tatsächlich wieder in die länger laufenden Renten dann auch zu investieren. Weil man dann von den fallenden Zinsen und von den Kursgewinnen dann auch wieder profitieren kann. Mhm. Und von der Seite her ist Cash nicht King. Mhm. Und auf der anderen Seite, das, was wir vorhin besprochen haben, wenn man auch die Aktienseite nimmt, auch da ist die Ertragsperspektive sehr viel besser. Und was man beim Cash-Investment auch nicht unterschätzen darf, man hat den kurzfristigen Triumph, ja? Man hat jetzt 4%, aber was passiert dann in den kommenden Jahren, wenn die Zinsen wieder nach unten gehen? Und das wird immer unterschätzt. Es gibt beim Cash-Investment so eine Art Reinvestitionsrisiko. Und da ist man dann auf der anderen Seite, auf der Aktien- und Rentenseite, da besser bedient. Wir haben es vorhin gesagt, wir trauen dem 60-40-Portfolio 5,3% Rendite zu. Ist mehr als aktuell beim Tagesgeld. Und wenn man jetzt das Tagesgeld in den Geldmarkt nimmt und das dann auch mit unseren Zinserwartungen, Inflationserwartungen dann auch vor den Hintergrund nimmt, dann rechnen wir damit, dass wir mit Cash wahrscheinlich so bei 2,2% per annum rauskommen. Mhm. Das heißt, es ist deutlich weniger. Es reicht gerade, die Inflation mehr oder minder zu kompensieren, aber es reicht nicht für das reale Kapitalwachstum. Mhm. Und da braucht man einfach dann die Aktie und da braucht man einfach auch den Rentenmarkt. Sie haben es angesprochen, bedeutet, Sie erwarten schon eine deutlich sinkende Inflation und dann vermutlich auch sinkende Zinsen. Manche Experten warnen jetzt aber davor, praktisch vor einer zweiten Inflationswelle, die jetzt nochmal losgetreten wird. Wie schätzen Sie das ein? Also wir gehen von einer Normalisierung aus. Und das sind natürlich die Grundannahmen. Auf der einen Seite, es gelingt den Zentralbanken, die Inflationserwartungen einigermaßen am Boden zu halten. Aber es geht natürlich auch nur, wenn die Staaten auch mitziehen. Ja? Und ich glaube, das haben wir auch in den letzten Jahren gelernt. Eine Notenbank alleine mit Geld drucken schafft keine Inflation. Aber Staaten, die die Verschuldung hochtreiben, die riesige Konjunkturprogramme anwerfen, die können tatsächlich Inflation schaffen. Und das haben sie eben auch gemacht. Mhm. Also die Zentralbanken, die Notenbanken kriegen momentan sehr viel Häme und teilweise auch einen Shitstorm für das, dass sie das Inflationsproblem unterschätzt haben. Aber der eigentliche Verursacher des Inflationsproblems, das waren die Staaten, das war die aggressive Fiskalpolitik, waren die riesigen Konjunkturprogramme. Und das heißt, wenn die Staaten nicht aufhören, das Geld mit vollen Händen auszugeben,
dann haben wir durchaus ein Risiko, dass wir doch in ein 70er-Szenario reingehen können. Also das kann man nicht ausschließen. Aber unser Basisszenario, was wir haben, wo wir die höchste Wahrscheinlichkeit sehen, ist in der Tat, und man merkte die Diskussion auch bei uns, dass man doch langsam nicht mehr mit vollen Händen das Geld ausgeben kann, dass eben man auf der Anleihenmärkte jetzt wieder merkt, die wachsamen Anleihenmärkte sind wieder da. Das heißt, wenn man viel Geld ausgibt, muss man langsam anfangen, wieder mehr Zinsen zu bezahlen, weil natürlich die Notenbanken jetzt auch nicht mehr als Käufer auftreten. Und das führt eben auch unserer Ansicht nach dazu, dass das Inflationsproblem sich in den nächsten Jahren wieder beruhigen sollte. Mhm. Und auch nochmal ein wichtiger Punkt, auch weil jetzt natürlich, wir kommen jetzt von 2 Jahren hoher Inflation. Und so hohe Inflation, wie viele von uns wahrscheinlich auch, die sich mit Kapitalmärkten beschäftigt haben, schon lange nicht mehr erlebt haben. Also es war schon etwas Besonderes. Aber man sollte jetzt trotzdem nicht davon ausgehen, wir kommen jetzt dauerhaft in eine Inflation rein. Weil es gibt auch wieder Veränderungen, die deflationär wirken. Und dann sind wir wieder beim Thema KI. Mhm. Künstliche Intelligenz erhöht nicht nur die Produktivität, sondern sie hat auch das Potenzial, die Machtverhältnisse, die momentan auf dem Arbeitsmarkt herrschen, vollkommen umzudrehen. Wir haben momentan Arbeitskräftemangel am Arbeitsmarkt. Man sieht das auch bei den Lohnforderungen, die teilweise bis in die Stratosphäre hochgehen, also sehr aggressive Lohnforderungen. Und das befeuert natürlich auch die Inflation. Aber, und jetzt haben wir eben wieder das Aber, KI kann gerade auch im Dienstleistungsbereich sehr viel Arbeit ersetzen. Und wie das nun mal so ist, wenn es technologische Revolutionen gibt. Es schafft zwar neue Arbeitsstellen, wo aber nicht unbedingt sofort die Qualifikation auch da ist, die man braucht. Und es macht sehr viele Arbeitsplätze überflüssig, wo momentan kein Bedarf mehr ist für deren ihre Qualifikation. Das nennt man dann friktionelle Arbeitslosigkeit. Und das heißt, dieser enge Arbeitsmarkt, der viel Lohnwachstum, der die Risiken für Lohnpreisspirale momentan hat, kann sich in ein paar Jahren vollkommen ändern, dass nämlich dann auch die Verhandlungsmacht wieder mehr Richtung Arbeitgeberseite geht und entsprechend die Zeiten dann des starken Lohnwachstums dann plötzlich der Vergangenheit angehören und wir dann auch wieder mehr disinflationäre, deflationäre Tendenzen sehen. Aber das sehen Sie dann erst in einigen Jahren, also die Gefahr einer Deflation, weil manche sagen ja jetzt auch schon, da wir so eine starke Inflation hatten mit Basiseffekt und so weiter, gibt es irgendwann auch jetzt bald schon also wir haben ja deflationäre Tendenzen, aber wirklich eine Deflation. Sehen Sie das erst in ein paar Jahren oder schon auch bald? Also je nach Zyklus kann das durchaus auch schon früher kommen, als wir uns das alle wünschen. Also im Fall soll es eine harte Landung bei einer Konjunktur geben, also dann doch wieder erwartende tiefe Rezession. Das ist dann durchaus etwas, was dann plötzlich deflationär wirken kann. Mhm. Aber deshalb umso wichtiger dann auch im Portfolio dann eine Struktur zu haben, die einem dann gegen diese Risiken schützt. Und genau gegen diese Deflationsrisiken helfen die Renten. Und inzwischen bekommt man eben auch wieder Zins für die Renten. Mhm. Und dann profitiert man eben von den Kursgewinnen, von der Duration. Und Renten geben inzwischen wieder einen sehr, sehr guten Schutz gegen Deflationsrisiken. Mhm. Als letzte Frage, Herr Galler, wie oder was würde JP Morgan Asset Management jetzt Privatanlegern empfehlen? Wie macht man das eigene Portfolio jetzt fit für die Zukunft mit Ihrem Ausblick? Also die Ergebnisse unserer Studie sind ganz klar, dass diese Welt, die sich so im Wandel befindet, ja, in vielen Bereichen, dass es eben auch eine Anforderung stellt an die Anleger, auch das Portfolio und den Ansatz des Portfolios zu überdenken. Dass man eben ganz wichtig darauf achtet, dass man diversifiziert ist. Dass man jetzt nicht der Versuchung erlegt, im Cash einfach zu parken und zu bleiben, sondern dass man trotz schwieriger Nachrichtenlage die Chancen im Aktien- und Rentenmarkt sucht. Und auf der anderen Seite als dritter Punkt ist auch die Ertragserwartung von 5,3% auch für ein 60-40-Portfolio kann man durchaus noch steigern. Indem man eben gewisse Schwerpunkte setzt, dass man etwas mehr vielleicht auch wieder in den internationalen Bereich, in Europa, auch teilweise in Asien, in Japan und in Schwellenländer investiert, aber eben, dass man auch teilweise die aktiven Chancen sucht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was sich verändern wird. Mhm. Wir haben jetzt eine lange Phase auch des
billigen Geldes gehabt, auch das Money for Nothing, sage ich da immer etwas provokativ, wo auch die Notenbanken in die Märkte interveniert haben. Die haben ohne Unterscheidung einfach Anleihen gekauft, ob sie attraktiv oder unattraktiv waren, einfach aus geldpolitischen Gründen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Und wenn jetzt eben die Notenbanken sich zurückziehen und dann auch, ich habe vorhin von den wachsamen Bondmärkten gesprochen, wenn also das Kapital auch wieder sehr viel differenzierter verteilt wird, die Zinsen und die Kosten für Finanzierung auch wieder sehr viel differenzierter sind, wird das auch wieder zu einer größeren Differenzierung auch innerhalb der Märkte führen. Und das bietet eben Chancen für aktives Management. Und das bietet Potenzial. Und wir haben es vorhin auch im Beispiel auch der glorreichen 7 gesagt. Ja? 7 Titel sind sehr, sehr teuer geworden, aber es gibt noch 493 andere, wo es durchaus attraktive Bewertungen gibt, auch für die Zukunft, wo man sehr viele Chancen hat. Und das ist, glaube ich, auch so der dritte Punkt. Die Chancen für aktives Management werden noch mal größer, gerade auch in der jetzigen Welt, die im Wandel sich befindet. Ja, vielen Dank, Herr Galler, für das spannende Interview und für die Insights, für den Kapitalmarktausblick. Und lieber Zuschauer, ich glaube, da waren sehr viele spannende Infos mit dabei, wie auch du dein Portfolio fit für die Zukunft machen kannst. Schau auch in der Videobeschreibung nochmal nach allen wichtigen Infos. Und so bleibt mir am Ende wie immer nur zu sagen, bleib investiert.